Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 12. Oktober 2021, 8:27 Uhr. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen, Box Trade vor. Wir sehen, wir sind direkt in der Mitte, 53. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke bei 15.100 ist die erste Big Number oder die klassische gerade und Magic Big Number, die 15.000er. Ich versuche es erstmal hier oben mit der Spekulation, dass der Markt vielleicht erstmal das Gap schließt. Daily P war heute bei 15.155, das heißt, wir sind hier direkt auch short. Jetzt sehen wir im Chart darunter soeben eine orangene Box, das ist die sogenannten Blue Boxen. Wenn die blau werden sollte, dann wechseln wir von der Big Number auf die Blue Box, denn die haben noch eine etwas höhere Signalgüte. Und wir gehen jetzt mal in die Vergangenheit. Gestern Abend eine 17er Box direkt in den Gewinn gelaufen. Gestern Nachmittag, hier sehr schön zu sehen, diese kleinen Boxen. Ja, und nochmal zu den Regeln. Alle Boxen auf dem Minutenchart, die kleiner sind als 30 Punkte, das heißt zwischen Kauf und Verkauf, diese Spanne 30 Punkte werden von uns getradet. Ja, das sind die favorisierten Boxen. Diese blaue Box, die seht ihr gestern Morgen mit 92 Punkte, kommt für uns nicht in Frage. Also alles nochmal, was kleiner ist als 30 Punkte. Ja, und dann nochmal für die Gäste, die jetzt auch von der WOT zu uns gestoßen sind und diese Woche und die nächsten Wochen mit uns zusammen traden als Gäste. Wir handeln die Big Number, die psychologischen Marken mit der Box jeweils dreimal pro Level, also 15.1 dreimal, 15.000 dreimal, 15.2 dreimal. Ja, nach dem dritten Mal hören wir auf, dieses Level erneut dem Markt eine Falle zu stellen. Gehen wir zu der dritten Variante des Boxen, nämlich die sogenannten Wohler-Boxen. Hier wechsle ich mal auf den 5-Minuten-Chart, weil hier spielt die Zeitebene nicht so eine große Rolle. Nur können wir hier ein bisschen besser sehen, wie es dort gelaufen ist. Wir haben gestern auch hier einmal in die Kontohistorie reinzugehen. Am 11. Wir versuchen, meine Damen und Herren, die Boxen so zu platzieren, dass wir, wenn wir morgens um 9 Uhr eine Vola-Box bekommen, ich das Risiko etwas höher einstelle. Das wäre wie ein Hedge-Auflösungstrade. Und bei meinem Kontostand sind es immer so circa 20 €, ja, die ich für diesen Trade als Zielmarke definiere. Ja, wenn ich bei einer 15er Box bin und dann 20 € liegt, mein erstes Risiko bei 0,098 Prozent. Das wäre Lots 1,30 € pro Punkt. Ja, ihr seht es hier in diesem Bereich. Normalerweise treten wir sonst das Ganze mit einem Risiko von 0,007. Ja, was ist der Unterschied? Das möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Ja, weil wir ein bisschen Luft haben und ein bisschen Zeit haben, ist ganz klar bei 0,098 bei einer, wie gesagt, 15er Box, wenn wir die platzieren, dann kann ich theoretisch aktuell, ihr seht es, da wird es ganz schön warm im fünften Trade bei 35 Lots, 672 Lots, 147 Lots. Ja, das kann man nur machen, wenn man einen etwas höheren Hebel hat, dass man diese Strecke überhaupt so nehmen kann. Das heißt, achter Trade ist schon dann kriminell. Das heißt, wir sollten schon gucken, dass wir im ersten, zweiten, dritten oder vierten nach Hause kommen, fünfte auch. Also die Zeit, zwischen 9 und 9:40 Uhr machen wir nur diesen Trade und dann nur mit der ersten Vola-Box. Und dann muss die Vola-Box vom Eröffnungskurs auch entfernt sein. Das heißt, wir gehen nicht direkt rein, wenn der Kurs in die Vola-Box geht. Dann switchen wir in das geringe Risiko. Würde ich jetzt, meine Damen und Herren, das Risiko verändern, 0,007, 007, so ist ja unser Setup mit geringem Risiko zu fahren, dann sehen Sie, dann hätte ich bis zum 11. Trade, ja, und dann im 11. Trade war ich bis jetzt noch nie. Ich habe den Trade im 9. Trade stoppen müssen an meinem Hochzeitstag, aber ansonsten seht ihr, ist da genügend Luft, um den Markt sich frei zu entfalten. Das ist der große Unterschied. Wenn man mit größerem Risiko reingeht, haben wir nach hinten heraus nicht so viel Luft. Okay, das nur mal so als Vorbereitung für den heutigen Tag. Und jetzt
machen wir wie jeden Morgen einmal die Großwetterlage und wir fangen an, meine Damen und Herren, heute ganz oben in der Tabelle und fangen an mit The DAX Vorlage. Wir nehmen immer die Zickzack-Linie als einfach mal als Indikator, um zu schauen, liegen wir unter diesem gleitenden Durchschnitt oder drüber. Wir sind auf Tagesbasis darunter. Das heißt, wir gehen im Stell oder sagen auf Daily-Basis Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Insofern ist es möglich, im Laufe des Tages sicherlich hier sehr schön zu sehen, dass das Gap geschlossen wird, aber Tendenz eher Richtung Süden nach wie vor in diesem Markt, nämlich im deutschen Aktienindex. Der nächste Markt, den ich hier in meiner Kategorie habe, ist Gold. Gold auf Daily Basis Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Das heißt hier eher die Ausrichtung Richtung Norden. Öl. What a day. Also Öl ist weiterhin oben. Ja, auf Weekly Long, auf Daily Long, auf 4 Stunden Long, auf Stunde Long, auf 30 Minuten sehen wir hier Short, auf 15 Minuten sind wir Long und 5 Minuten auch Long. Also alles bis auf 30 Minuten hier, alles Long in diesem ja verrückten Markt aktuell. Nasdaq auf Daily Basis Short, 4 Stunden Short, Stunde Short. 30 Short, 15 und 5, also auch die amerikanischen Indizes, Technologiewerte, alle Short, S&P 500, die 500 größten Unternehmen, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15 und 5, auch hier komplett einmal Short. Der letzte Index, den wir jetzt noch beobachten, ist Dow Jones, Tagesbasis auch Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gehen wir weiter runter zu der Next Generation, nämlich zu Bitcoin auf Daily Basis Long. Und wir sind bei 57.460. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch. Ethereum 3.500 aktuell der Stand. Tageslong, 4 Stunden Long, Stunde Short. 30 Short, 15 Short und 5 Long. Da ein bisschen unentschieden. Das war einmal kurz der Wettebericht. Gucken, was wir daraus machen. Wir machen jetzt direkt 1. Eine 26er Box, meine Damen und Herren, auf der rechten Seite. Das heißt, die orange Box ist blau geworden. Die werden wir handeln. Eine 26er Box, 15,63 zu 15,37. Also eine Blue Box. Ja, auf den. Auf dem Weg. Das heißt, die werden wir jetzt erstmal favorisiert handeln mit einem geringen Risiko. Und wir sehen, 0,013 wäre jetzt das Risiko. Das heißt, wir können hier auch das so auch einstellen. 0,013. So. Hat was mit den Ab- und Aufrundungen zu tun. Ja, kleiner als 0,1 Lot geht bei mir nicht. Und ja, dann bereiten wir uns vor. Wo kommt die Vola-Box rein, damit wir da mal einen Blick haben? Vola-Box kommt rein bei 15,134. So, das ist relativ weit entfernt. Ja, 15,134. Das ist erstmal ein Forecast, kann noch ein bisschen anders reinkommen um 9 Uhr. Also. Schauen wir uns gleich mal an. So, kurzer Hinweis, 8:50 Uhr. Ja, wir haben jetzt zwei Blue Boxen und wir sehen 26 und 23,5. Und wir sind jetzt aber in die 26er Box eingestiegen. Wir sind short im ersten Trade. Der zweite Trade wird ausgeführt dann mit dem Multiplikationsverfahren 63 eigentlich, und das muss man immer wieder sagen, ist das ein Trade, ja, ein Trade, den man ansetzt und dann wird innerhalb dieser Range multipliziert, aber es ist eine Order, ein Trade, ja, denn wenn dieser Trade nach
Hause kommt, werden alle Positionen dann geschlossen. Also erster Trade, die Blue Box und wir sind erstmal short. So, 8.54 Uhr und wir sehen, der Ausbruch findet aktuell statt und wir sind gleich so. Das war der Eröffnungstrade Nummer 1 heute Morgen und wir platzieren gleich die Big Number hier als nächstes und wir verabschieden uns jetzt für unser von den YouTubern Videotagebuch und ja, wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Also erster Trade in den TP gelaufen und bis morgen.